Also setze daher die richtige Stimmung, bevor du jemanden überzeugen möchtest. Okay, das nennt sich Ankern. Die Psychologie der Überzeugung. Heute werden wir uns den zweiten Part anschauen, wie du deine Mitmenschen überzeugen kannst, ja, beeinflussen kannst in die Richtung, wo du sie haben möchtest. Vorab, diese Techniken verrate ich dir nicht, damit du sie missbräuchlich verwendest. Diese Techniken verrate ich dir, damit du weißt, erstens, wie sie missbräuchlich verwendet werden können von anderen Leuten, damit du dich davor schützen kannst. Zeitgleich aber auch, wenn du eine Win-Win-Situation zwischen dir und einer anderen Person dann gegenüber erzeugen möchtest, diese nutzen kannst, um natürlich auch damit ein schöneres Miteinander zu erschaffen. Daher springen wir heute zum zweiten Part rein, zu einigen weiteren schönen und vor allem auch sehr interessanten Techniken, um andere Leute eher von dir zu überzeugen oder von deinem Thema. Beides geht natürlich auch. Mit der ersten Technik von Chris Voss reden wir hier von Mirroring. Also er sagt, dass wir Folgendes tun müssen. Wiederhole die letzten drei Worte, die jemand gesagt hat, oder fasse seine Worte in seiner letzten sozusagen Äußerung einfach als Frage zusammen. Ja, das will nämlich Verbindung aufbauen und erschaffen, damit die Person danach auch von dir Inhalte aufnehmen kann. Das ist bei jedem Streit so. Ich habe es bei vielen meiner Kunden auch genauso. Jedes Mal, wenn man paraphrasiert, also er sagt dazu Mirroring, ich sage dazu paraphrasieren, wenn wir etwas wiedergeben, was die Person gesagt hat, dann fühlt sie sich verstanden und das will sie auch. Hier ein kleines Beispiel dafür. Wenn jemand sagt, ich bin wirklich gestresst wegen der Arbeit, antwortest du mit gestresst wegen der Arbeit und wiederholst einfach das Ganze und vertiefst seine Äußerung damit. Dieses Vertiefen zeigt Interesse und Menschen reden gerne über sich und du solltest auf jeden Fall dem Ganzen mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit widmen, weil dann werden sie mehr auch von dir mitnehmen können. Denn kaum haben sie tiefer etwas erzählt von sich, werden sie die Dinge erzählen, bei denen du dich auch fragen wirst, hat sie das wirklich jedem schon mal erzählt oder bin ich gerade die erste Person? Und es ist oftmals der Fall, dass Menschen sich sehr, sehr schnell öffnen, wenn man an sich einfach nur sich wirklich interessiert. Wenn man jetzt auch noch dieses Paraphrasieren anwendet und das zu Fragen umformuliert, die letzten paar Worte oder diese Zusammenfassung, wirst du viel tiefere Einblicke haben bei deinen Mitmenschen und damit natürlich auch umgehen können. Menschen sind wie ein offenes Buch. Man muss nur wissen, wie man sie fragen kann. Die nächste Fragetechnik, die hilft mir dabei, wenn ich zum Beispiel ausgehen möchte mit einer Dame, einfach mal nachzufragen, nicht was sie will, sondern wohin wir gehen werden. Also oftmals haben wir ja das Dilemma zwischen Mann und Frau, bei der heterosexuellen Beziehung zum Beispiel, wenn wir eine Frage stellen als Mann, so eine Frau, sagen wir sowas wie, worauf hast du denn Lust? Dann sagt sie, weiß ich nicht. So, und dann sagst du, ja, hättest du eher Lust drauf auf das oder eher auf das? Dann sagt sie, na, wähl du aus. Und dann, wenn du auswählen solltest, ist es dann vielleicht auch nicht ganz korrekt. Und diese Ambivalenz, die mehr als verständlich ist und vor allem auch erklärbar, warum das so ist, das will ich gar nicht kritisieren, verwirrt aber wiederum den männlichen Part. Aber nichtsdestotrotz, diese Technik hilft dabei, diese Verwirrung aus dem Raum rauszuziehen und vor allem auch trotzdem eine gewisse Dominanz in der Frage reinzusetzen, weil man hier mit einem psychologischen Trick arbeitet. Also, anstatt Fragen zu stellen, die mit einem Ja antworten oder mit einer klassischen Antwort, also in einer bestätigenden Antwort, stelle Fragen, bei denen ein Nein rauskommen kann. Denn das gibt der Person eine gewisse Kontrolle, weil wir sagen Nein sehr gerne sogar, wenn wir die Möglichkeit haben. Wenn wir die Möglichkeit haben, aber Angst davor haben, sagen wir es nicht gerne. Aber diese Fragen helfen auf jeden Fall dabei. Ich mache dir gleich ein Beispiel, damit die Person gerne Nein sagt und somit sich erhaben fühlt. Das ist so wichtig, dieser Part. Kontrolle und Erhabenheit. Hier ein Beispiel. Statt zu fragen, möchtest du heute Abend essen gehen, fragst du Folgendes lieber. Und liebe Männer da draußen, das ist jetzt etwas Erhellendes für uns alle. Hättest du etwas dagegen, heute Abend ein Steak essen zu gehen? Oder X. Weil jetzt kann die Antwort ein Nein sein, aber es ist ein klareres Nein. Es ist überhaupt eine Antwort. Die meisten davon werden aber mit Nein nicht antworten. Sie werden sich aber gut genug fühlen, ein Nein sagen zu können und dann dementsprechend ein Gegenbeispiel bringen, weil sie sich dazu animiert fühlen, Kontrolle zu bekommen. Also sie wollen eine Antwort liefern. So, nochmal, hättest du etwas dagegen, heute Abend essen zu gehen oder heute Abend ins Kino zu gehen, heute Abend ein Date zu haben, heute Abend
ein Steak essen zu gehen oder vegan essen zu gehen. So, und es kann sein, dass sie zum Beispiel sagt, so, ah, Steak ist nicht so meins, aber ich finde es sicherlich etwas, wenn wir dort sind. Diese Antworten kommen nur dann, wenn du in diese Richtung deine Fragen stellst. Ich muss sagen, ich schmunzle bei dieser Frage, weil sie mir immer wieder zeigt, wie einfach doch der menschliche Geist ist. Ob jetzt männlich oder weiblich, ganz gleich. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Technik, die mit den Emotionen und mit der Empathie des Gegenübers zu tun hat und deiner Empathie. Benenne die Emotion deines Gesprächspartners, um Empathie zu zeigen und Vertrauen aufzubauen. Was meine ich damit? Ja, hier ein Beispiel. Dein Freund sieht niedergeschlagen aus und du sagst sowas zum Beispiel wie, du siehst aus, als ob dich etwas bedrückt. Wenn du das anerkennst und vor allem auch einen Raum dafür gibst, ohne die Person dafür zu negieren oder so niederzuziehen. Gott, siehst du fertig aus. Ja, also du siehst bedrückt aus. Dann kann die Person sich in dem Moment natürlich auch erklären und sagen, oh, nee, ist nicht der Fall. Aber sie wird diese Frage oder diese Unterstellung, wenn sie schön formuliert ist, wohlgemerkt, und nicht wirklich degradierend, anerkennen und wertschätzen. Weil wir wollen alle gesehen werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und vor allem auch bei den Themen, bei denen wir nicht gesehen werden wollen, naja, dann würden wir uns zusammenreißen und unsere Emotionen nicht im Gesicht so darstellen. Das heißt, Emotionen sind dafür da, dass andere Leute auch sehen, dass wir welche haben, dass uns etwas bedrückt, dass wir erfreut sind, dass wir wütend sind, dass wir enttäuscht sind, dass wir Punkt, Punkt, Punkt. Und genau das ist hierbei auch der Fall. Du siehst aus, als ob dich etwas bedrückt. Oder irre ich mich vielleicht? So. Also auch die Unterstellung deinerseits, dass du dich vielleicht irren könntest, macht das Ganze noch weicher und gibt der anderen Person die Möglichkeit, entweder das zu negieren und zu sagen, danke, passt, oder darauf sogar einzusteigen. Ich weiß, wie das ist als Coach und Trainer. Ich habe viele Menschen um mich herum und wenn ich nicht zu ihren Herzen durchdringen kann, mache ich offensichtlich auch einiges falsch. Daher ist diese emotionale Etikettierung, die Menschen dazu animiert, sich zu öffnen, hervorragend, um tiefer greifende Themen auch aufzugreifen und somit natürlich auch voranzukommen, die Person zu unterstützen oder vielleicht einfach nur sozial zu sein. So, jetzt gehen wir mal über zu einer Technik, die ich brillant finde. Die habe ich von Cialdini, Robert B. Cialdini. Und diese Technik, da geht es um die Information, die Menschen unmittelbar vor einer Entscheidung erhalten, beeinflussen stark, wie sie diese Entscheidung treffen. Darum geht es nämlich. Also setze daher die richtige Stimmung, bevor du jemanden überzeugen möchtest. Okay, das nennt sich Ankern. Und das kennt ihr aus dem Film Focus mit Will Smith, wie bevor jemand sich entscheidet, ganz viele Ankerpunkte gesetzt wurden. Und das ist echt ein spannendes Thema. Da geht es darum, dass so ein riesiger Magnat, mit dem er sozusagen in einem Stadion wettet, davor die ganze Zeit geprimed wurde, gerahmt wurde sozusagen mit Informationen, damit die Person sich besser entscheiden kann zu einer Sache. Cialdini hat hier ein Beispiel bereit, und zwar vor dem Vorstellen eines teuren Produktes kannst du als Verkäufer ein noch teureres Produkt darstellen, als das ursprüngliche Produkt, damit der Vergleich da ist. Und wenn ein Vergleich da ist, dann kannst du damit die Kaufentscheidung beeinflussen. Ich mache ein Beispiel gerade bei IKEA. IKEA macht es ganz, ganz eloquent. Und zwar, IKEA hat oftmals, zumindest war das eine ganze Weile lang, weil ich war schon seit einer Weile nicht mehr bei IKEA, also ein ähnliches Produkt in dreifacher Ausführung mit drei unterschiedlichen Preisklassen. Das bedeutet, die eine Preisklasse ist günstig, dann mittel und dann teuer. Und dadurch, dass man alle drei zur Verfügung hat, wählen die meisten Menschen, soweit ich weiß, das mittlere Produkt aus, weil es sozusagen zwischen günstig und zu teuer ist. Weil wir wollen nicht zu günstig sein, aber auch nicht zu teuer sein, weil zu teuer wäre sozusagen überschwänglich. Und wir sind ja so Sparfüchse, Saturn hat uns nachgemacht oder vorgemacht, besser gesagt. Geiz ist geil, mit diesem Claim, der super interessant ist, dass man eine Todsünde so derart in dem Fall in den Vordergrund treten lässt. Da hätte ich etwas anderes von dem ach so konservativen Deutschland erwartet, aber konservativ heißt nicht gleich unbedingt geizig sein. Aber gut, zurückzukommen auf das Thema, was ich sehr faszinierend finde, es geht wirklich um das Thema hier, der Preisvergleich beeinflusst. Das heißt, ich habe einen Rahmen erstellt, ich habe etwas geankert und zwar etwas Teureres. Ich sage, dieses Produkt kostet 50.000 Euro und dann
ist die Person erstmal entsetzt, weil damit hat sie nicht gerechnet. Und dann sagst du, ja, und die nächste Möglichkeit diesbezüglich ist einfach dieses Produkt, was nur 12.000 Euro kostet. Und dann merkt die Person, oh, okay, also vielleicht kann ich da so vielleicht verhandeln. Und die Verhandlungsmasse sind 3.000 Euro und du landest bei 9.000 Euro und dann bist du super zufrieden, hast voll die mächtige Situation erschaffen, weil du die Kontrolle schon wieder hattest. Aber die Kontrolle hatte der Kunde, aber er dachte die ganze Zeit, er hat die Kontrolle, weil er sozusagen sich entschieden hat. Dabei hast du es die ganze Zeit gerahmt und geankert. Ja. Es ist auch wichtig, dass man Gelegenheiten erschafft. Das ist eine nächste Technik, die hervorragend ist. Und zwar schaffe eine Umgebung oder eine Situation, wie auch gerade bei den Preisen, die die gewünschte Reaktion begünstigt, bevor du deine Hauptbotschaft präsentierst. Ich mache dem Beispiel, wenn ein Fitnessstudio einen kostenlosen Monat anbietet, damit du den ausprobieren kannst, dann kannst du dich an diese Umgebung gewöhnen. Das heißt wiederum, er sagt zu dir, weißt du was, wir vertrauen so sehr auf unser Produkt, probier's sogar kostenlos aus, du wirst dich dafür entscheiden. Das ist eine Umgebung, die da erschaffen wird, eine Emotion. Also eine gewünschte Reaktion ist, wenn ich sehe, dass ich in einem Monat da regelmäßig hingehe, dann kann ich das danach auch machen. Also es wird ermutigt, langfristig sich sozusagen dann für sich selbst zu engagieren. Was ich auch gleich machen werde, ins Sportstudio gehen. Genau, so, das zu dem. Jetzt kommen wir zu dem gleichen Thema wie das Ankern, aber es nennt sich auch Rahmendominanz. Das ist von Oren Claff. Und zwar, Menschen werden von dem beeinflusst, wie Informationen präsentiert werden, was wir auch schon gezeigt haben. Ich mache dir aber hier noch mal ein neues Beispiel. Setze deinen Rahmen so, dass er überzeugend und dominant wirkt oder ist. Beispiel, in einer Diskussion über Ernährung legst du von Anfang an den Fokus nicht auf Mikronährstoffe, nicht auf Plastik oder sonst was, nein, sondern du legst ihn auf den Punkt, den du am wichtigsten findest. Biologische Produkte zum Beispiel für die Gesundheit. So, und dann wird von vornherein klar sein, dass biologische Produkte das A und O in dem sind, was du gerade erzählst. Also das heißt, der Fokus bedeutet, wir erschaffen eine Rahmendominanz durch den Fokus. Und das macht das Thema so leicht. Das sieht man bei ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produkten, wie der Fokus immer auf eine Sache gelegt wird und auf den Rest sozusagen eher weniger gelegt wird. Bei den Nachrichten zum Beispiel. Wir bekommen nicht die ganze Information mit von den Nachrichten. Nein, wir bekommen nur einen Teil von den Nachrichten. Das ist eine Rahmendominanz. Das ist eine klare Technik. Oder wenn du eine Dokumentation über Ägypten siehst, über die Pyramiden, dann heißt es oftmals, wenn der Fokus die ganze Zeit auf Aliens sind, ja, dass die Aliens die aufgebaut haben. Aber wenn du eine Dokumentation siehst, die zwei Rahmen hat, einmal, wir wissen gar nicht, woher das kommen könnte, und der wissenschaftliche Ansatz erlaubt es uns, so und so zu denken, da haben wir zwei Rahmendominanzen. Was wiederum bedeutet, es verflüssigt sich und somit kann keine Botschaft vermittelt werden, sondern man sagt dir nur eines, bilde dir deine eigene Meinung durch diese zwei unterschiedlichen Gedankenansätze. Das könnte zu Verwirrung führen, weil wir wollen es ja leicht haben, deswegen ist Rahmendominanz so einfach zu schlucken. Wir merken es nicht mal. Ach, kurz mal was trinken, was ganz wichtig ist zwischendurch. Gehen wir weiter. Vom rahmendominanten Verhalten oder der Technik gehen wir zur letzten Technik heute über, und zwar Intrigen und Spannung. Ja. Halte das Interesse deines Publikums immer aufrecht, oder auch deines Gesprächspartners, indem du eine Geschichte erzählst, die Spannung und Neugierde erzeugt. Was ich damit sagen möchte ist, stell dir mal vor, du bist ein Immobilienmakler, der erzählt erstmal eine spannende Geschichte. Du erzählst die spannende Geschichte gegenüber deinen Klienten über dieses eine Haus, diese Immobilie, die du gerade verkaufen möchtest, bevor du den Preis nennst. Und damit assoziieren die Leute dieses Haus mit der Geschichte und vielleicht wertet es das Haus auf. Ja, hier in diesem Haus hat schon mal sogar Stevie Wonder aufgelegt. Ja, oder war George Clooney schon mal hier? Oder es wurde erschaffen wegen dem und dem Grund oder bla bla bla. Und wenn du weißt, was für Präferenzen deine Kunden haben, zum Beispiel in die Richtung, sie sind eher nachhaltig unterwegs, grün oder sind konservativ oder, dann kannst du eine Geschichte rausziehen aus dem Haus, nicht erfinden, rausziehen, die wirklich wahr ist, um ihnen das wiederzugeben. Genauso auch bei allgemeinen Themen. Wenn du weißt, was deine Mitmenschen für Geschichten hören wollen würden, oder welche Themen sie an sich haben. Kannst du eine Geschichte, die ja sozusagen erschaffen, nicht erfinden, erschaffen, rausziehen aus deinem Gedankengut, die auf das Thema einzahlt. Und so entsteht natürlich auch hier eine gewisse Überzeugungskraft.
Es gibt Menschen, die gut reden können und Menschen, die nicht gut reden können. Beide haben es entweder gelernt oder werden es noch lernen. Also nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall vorhanden, diese Möglichkeit. Die meisten Menschen, die nicht gut reden können, glauben, dass sie damit Schaden anrichten, weil sie glauben, dass sie damit andere Menschen manipulieren. Aber vergessen dabei, dass sie jeden Tag Deo dran haben oder ein Parfum oder sich gut anziehen oder ihre Haare pflegen. Das ist genauso Einfluss. Diese negative Konnotation bei überzeugenden Fähigkeiten und Techniken, die ist nicht das Problem. Es ist eher sozusagen ein Vorbau, eine Art von Einwand. Der eigentliche Einwand, der dahinter ist, ist, dass sie, wenn sie das nutzen, sich unauthentisch fühlen. Dafür musst du es aber üben, weil ein charismatischer Mensch hat das geübt. Er hat irgendwann mal diese Techniken unbewusst oder bewusst gelernt und angewendet, wie auch immer, und hat dadurch immer mehr und mehr an Ergebnissen erfahren, die ganz gut funktioniert haben. Und nicht nur im Rhetorischen, sondern es gibt auch die körperlichen Aspekte. Wir wissen uns zum Beispiel ganz genau, die meisten Frauen, die sich an die Haare fassen bei einem Thema, die fassen sich nicht an die Haare, damit sie ihr Handgelenk bloß zeigen oder ihre Haare sozusagen geschmeidig anfassen, damit sie sozusagen erotischer ausschauen oder verletzbarer wegen dem Handgelenk, also wegen den Schlagadern. Sie machen das, weil sie wissen, dass das männliche Geschlecht zum Beispiel darauf viel entspannter reagiert und sie eine Art von Vorteil bekommen, weil sie sich weiblich zeigen. Es geht nicht um die klassische Weiblichkeit, es geht eher um die Verletzbarkeit und diese Haarlänge bzw. dieses Spiel mit dem Haar. Das ist eine Art von Manipulator, nennen wir sowas in der Körpersprache. Es manipuliert. Ja. Machen sie das bewusst, die meisten Frauen? Nein, die meisten Frauen machen es unbewusst, weil sie schon ein paar Mal gesehen haben, dass es funktioniert hat. Die Waffen einer Frau, sagt man doch. Es sind nicht die erogenen Zonen, es sind die verletzbaren Zonen und die betonenden Zonen. Das zu dem Thema. Wir beeinflussen ständig, darauf will ich hinaus. Und diese Techniken werden dir sehr viel erleichtern in deinem Leben. Vor allem auch, wenn du sie regelmäßig übst. Wenn du unauthentisch wirkst, ist es dein Fehler, nicht der Fehler anderer. Wenn du aufgedeckt wirst, ist es dein Fehler. Wenn du von vornherein ehrlich bist, naja, kann das nach hinten losgehen. Wenn du aber von vornherein dich geübt hast darin, hast du herausgefunden, welche Geschichte ganz gut funktioniert und so weiter und so fort, wirst du sehr gute Ergebnisse bekommen. Entweder beim Kunden oder bei deinen Mitmenschen, Familie, Freunde, Bekannte, Beziehung, etc., etc., etc. Du hast Bock auf ein Kommunikationstraining, dann weißt du Bescheid, kannst du dich in dem Fall bei mir melden. Ob jetzt in dem Fall bei dir privat, bist du selbstständig, auch für dich als Selbstständige, oder auch bei deiner Firma. Wenn du sagst, hey, du kannst mich weiterempfehlen bei deiner Firma und du willst mich unbedingt bei deiner Firma sehen, wenn wir mit den Kunden besser umgehen oder und Teambuilding-Maßnahmen, all das ist mit drin. Melde dich einfach bei mir, empfehle mich oder wie gesagt, schreib mir oder buch dir einfach einen Termin. Hier genau unten drunter unter meinem Podcast. Unter dieser Episode. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Überzeugen deiner Mitmenschen auf eine schöne Art und Weise, Win-Win, und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir die nächste Episode zu dem nächsten Thema uns gemeinsam anhören. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen.